Hallo Widder, herzlich willkommen zu deiner Legung. Wie geht es bei dir beruflich und finanziell weiter? Ich habe hier ganz tolle neue Orakelkarten, speziell auf deine berufliche Situation und deine finanzielle Situation. Mit diesen Karten werden wir eine Überschrift ermischen. Dann habe ich hier wieder für euch Tarotkarten, da werden wir klären, um was es hier bei euch geht. Und wir haben hier auch wieder berufliche Impulskarten. Die kennt ihr schon von den vorherigen Legungen, die möchte ich mit ins Boot nehmen, damit wir dann einen relativ guten Überblick haben, meine Lieben. Wenn du mit dieser Legung nicht in Resonanz gehst, dann kannst du dir wieder gerne Mond, Venus oder Aszendentzeichen anschauen. Die Möglichkeit hast du auch. Und wenn gar nichts anderes hilft, wie gesagt, dann kannst du dir gerne eine persönliche Legung buchen. Denke bitte daran, es ist eine Kollektivlegung. Sie kann auf dich zutreffen, muss sie aber nicht. Ja, ich kann es nicht oft genug sagen und oft genug wiederholen, aber das ist ganz, ganz wichtig für euch. Ja, so. Ansonsten danke ich euch für eure Abos und für eure Likes, für euer Dasein und für euer Interesse. Wie gesagt, wenn das Interesse relativ gut sein sollte, dann werde ich diese Legung auch öfter machen. Und ansonsten, wie gesagt, werde ich mir was Neues dann entsprechend einfallen lassen. Und dazu brauche ich aber eure Impulse und euer Mitwirken von Abos und Likes. Okay? Und gerne könnt ihr auch kommentieren. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Und denkt immer daran, es sind Vorhersagen. Ja, es kann sein, dass es bei einigen im Kommen ist, vom Gefühl her, aber andere damit noch nichts anfangen können. Und damit müsst ihr einfach abwarten bei denen, wo es Zeitkarten zum Beispiel gibt, ja? So, meine Lieben, dann schauen wir mal, um was es hier bei euch gibt. Um was geht es hier, bitte? Beim Widder. Die erste Karte, wunderbar. So, meine Lieben, wir starten. Wir haben hier einen medizinischen Beruf, also Arzt, Ärztin, Krankenschwester, Krankenpfleger, Schicksal, Schulden und Vollzeit. Ja, meine Lieben, ganz klare Message von oben. Dass ihr in diesem Beruf seid, ist schicksalshaft, ja? Das ist sozusagen eure Lebensaufgabe. Was ich euch aber auch sagen kann, ist, dass es hier eine Veränderung gibt, eine schicksalshafte Veränderung gibt im Bereich eurer Arbeitszeit. Es könnte sein, dass für die, die hier noch nicht auf Vollzeit sind, wie zum Beispiel die Mamis, die jetzt in halbtags arbeiten oder in Teilzeit, drei Viertel sind, dass sie hier eine Vollzeitstelle einnehmen, ja, um hier die Verbindlichkeiten besser ausgleichen zu können. Wie zum Beispiel durch Hausbau, ja, oder durch was weiß ich, ihr wisst es am besten, wo ihr Verbindlichkeiten habt, die ihr noch zahlen dürft. Und da gibt euch das Schicksal den Wink und sagt, hey, ihr könnt wieder Vollzeit arbeiten, um sozusagen die Schulden hier abzutragen. Ja, also das wird hier bei den Widdern, die hier im medizinischen Beruf arbeiten, wird das hier eine schicksalshafte Fügung sein, dass ihr hier vom aktuellen Status in die Vollzeit kommt, um hier sozusagen eure Verbindlichkeiten besser ausgleichen oder bezahlen zu können, damit ihr wieder ein bisschen Erleichterung habt, meine Lieben. So, lasst uns mal schauen, um was es hier geht. Ja, hier wird definitiv ein Neuanfang gemacht in deinem beruflichen Bereich. Also, du hast alles an Veränderungen, die du jetzt mitbekommst, die sind von oben geführt. Ja,
Verbinde dich mit deiner höheren Seele, mit deinem höheren Selbst, ja. Du hast alles, was du brauchst. Der Magier hat alle Impulse, ja, und alle Handwerkszeuge, die er braucht, um hier die Veränderung sozusagen zu leben. Also du hier in deinem medizinischen Beruf wirst hier einen Neuanfang machen. Deswegen auch Schicksal. Es ist ein schicksalshafter Neuanfang. Du wirst definitiv hier etwas Neues, Schicksalshaftes erleben. Dieses neue schicksalshafte Erleben wirst du hier, männliche Energie, Schwertenergie, du wirst hier die Aktion gehen, du wirst definitiv, wirst du hier der Veränderung die Hand reichen oder wirst die Tür öffnen und das wirst du hier auch direkt tun, ja? Also männliche Energie machen, Schwertenergie direkt. Also du wirst da nicht lange fackeln, weil du sagst, das Schicksal kommt vielleicht nicht ein zweites Mal. Und du möchtest hier, und das ist hier der Hauptpunkt, die Schulden, um die Schulden begleichen zu können, wirst du hier das Schicksal in dein Leben lassen und sagen, ja, okay, ich mache das. So, wir haben hier 7 der Stäbe. Es ist eine Situation, wo du nicht wirklich gerne hinschaust. Ja, guck mal, du schaust da nicht hin. Du sitzt hier wie in so einer Seifenblase, wie unter so einer Glocke. Ja, aber es ist wichtig, dass du hier hinschaust und du wirst es auch tun. Und wichtig ist, dass diese Veränderungen, die hier kommen, die schicksalshaft sind. 7 der Stäbe ist auch immer dieses sich rechtfertigen müssen oder das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen. Das musst du aber nicht. Ja, weil es wird dir niemand das Geld geben, um deine Schulden abzuzahlen. Die Schulden hast du gemacht und du wirst sie auch abzahlen dürfen. Und genauso ist es. Und deswegen gehe deinen schicksalshaften Weg. Das ist wichtig, weil es ist dein Weg, es ist dein Leben und du bist der Regisseur und du kannst entscheiden, was du hier möchtest. Und wenn du sagst, du möchtest hier, die Kinder sind untergebracht, der Mann ist da und teilt sich mit dir die Fürsorge, die Betreuung, ja, und du kannst das umsetzen, warum solltest du da nicht in Vollzeit arbeiten gehen? Ja? Du wirst aber, bevor du sozusagen wirklich in die Aktion gehst, wirst du dich zurückziehen. Ja? Der Hermit ist immer jemand, der sich zurückzieht, der darüber nachdenkt. Schaffe ich das wirklich mit Kind, Haushalt, Vollzeit, wie auch immer? Ja, schaffe ich das? Kriege ich das kräftemäßig hin? Ja? Und das ist genau das, wo du dir die Gedanken machen wirst. Du wirst hier nichts überstürzen, aber es wird dir eine finanzielle Erleichterung bringen. Ja, und diese Überlegung, ob du das schaffst oder nicht, da bekommst du gleich einen Impuls. Und zwar, das passt auch hier zu deinem Berufsbild, ja, Gesundheit. Ernähren Sie sich gesund und achten Sie auf Ihren Körper. Und das ist genau das, warum du hier drüber nachdenkst. Schaffe ich das wirklich? Ja, und da brauche ich dir ja nichts vormachen. Alle, die in medizinischen Berufen tätig sind, die sagen jetzt, ja, natürlich muss man sich gesund ernähren, ist doch klar. Ja, wenn du viel Leistung bringen musst und du arbeitest viele Stunden runter, dann musst du dich natürlich auch Peace Food, leicht ernähren, gesund ernähren. Ja, da musst du halt auf deinen Körper hören. Ne? Und das ist genau das, was hier der Impuls ist. Also, du unterstützt dich selber letztendlich mit einer gesunden Ernährung. Ja, dann kannst du auch locker Vollzeit arbeiten. Wichtig ist, dass du hier den Ausgleich schaffst. Aber die Prio hier bei dir liegt auf dem Abzahlen der Schulden. Und dazu ist die Vollzeit vonnöten. So, lieber Widder, ich hoffe, ich habe dir gute Impulse geben können. Ich hoffe, du kannst damit in Resonanz gehen. Hinterlass mir gerne ein Abo und ein Like und ich freue mich auf deine Feedbacks und auf deine Kommentare in diesem Sinne. Danke, dass du bis hierhin geschaut hast. Alles Liebe, mach's gut, ciao, deine Katrin.